So, Tag 2. Wir starten wieder und holen uns nach den anderen Meteoriten. Ah, hier haben wir wieder unsere Freunde. Ja, komm her, Grieber. Das war ja eh so in die Richtung, wenn ich mich recht erinnere. Da hinten ist er. Attacke! Wo werden wir den jetzt finden? So, hier erstmal nicht. So, ich schau mal nach und sobald ich es gefunden habe, melde ich mich bei euch. Leute, hallo, schaut schon mal. Ich habe sie gefunden. Juhu. So, wir müssen wieder rauskommen hier. Gut, und ab geht's nach Hause. Ja, ich hätte ja gleich in der Mitte vom Meteor suchen sollen. Weil hier sind sie in der Mitte vom Meteor. Ich spiele gerade noch ein anderes Modpack, das heißt Planetary, und da gibt es auch Meteore und da sind die Kisten so, ja, eher am Rand. Deswegen habe ich jetzt hier am Rand mitgesucht. Aber gut, wir haben jetzt alle Pressen und dann sollte das jetzt weitergehen. Ich glaube, das wird eh jetzt hier eine XXL-Folge. Aber ab geht's nach Hause. So, we are back. Und wir haben unsere drei Pressen, vier Pressen besser gesagt. Na, Storage. Wieso Gravur Siliziumdruck? Ich hab doch. Hä? Eins, zwei. Boah. Uns fehlt noch eine. Da muss noch irgendwo ein Meteor sein. Da muss noch irgendwo eine sein. Boah, da muss ich nochmal gucken. So, da hinten ist noch einer. Muss ich mal schauen, kann man hier drin eigentlich übernachten? So eine Goblin-Hütte, ne? Wir schauen mal rein und sagen mal hallo. Mit dem Schwert. Okay, bringt uns nicht viel. Weil da nachts genauso Monster reinkommen können. So, da würde ich sagen, übernachten wir jetzt hier. Die Temperatur kühlt ja auch gar nicht ab, ne? Doch jetzt. So, schlafen wir mal eine Runde. Und nur irgendwie da hochkommen. So, in die Mitte. Das ist, wäre jetzt von mir aus gesehen hier, würde ich sagen. Schauen wir mal.
1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, genau, hier ist die Mitte. So, wir putzen uns in die Tiefe. Ich glaube, 4 oder 5 muss ich tief. Man muss ja in die Mitte rein, ne? Und wir bräuchten eine Silikonpresse. Ich glaube, einer oder zwei müssen wir noch runter. Da ist sie. Wieder Logic drauf, wieder keine Silikon. Das ist doof. Puh. Wo könnte denn der nächste sein? Da hinten sind wir jetzt. Ich würde sagen, wir gehen mal hier vor zu zurück, oder? So in die Richtung. Unser Bett haben wir dabei, ja. Schauen wir mal, ob wir darüber zu noch was finden. Ja, die Silikonpresse zu finden. Oh Gott. Das kann auch eine große Mammutaufgabe werden. So, laufen wir mal da runter. Wo auch immer wir ja hinkommen. Ah, da scheint noch was zu sein. Wieder so ein großer. Okay. So. Die Mitte ist hier. Ne? So, die Frage ist, schaffe ich das noch? Wir haben genau Tag, ja. Das schaffen wir noch. 2, 5. Sechs und wir haben einen Siliziumdruck. Yeah! Wir haben einen Siliziumdruck. Ab geht's nach Hause. Aua. Jetzt können wir mit Applied Energy Sticks anfangen. Also man hätte es auch so können, aber jetzt können wir die Quest beenden. Okay, wir brauchen andere Richtung. Gut, wir laufen mit ganz großen Schritten nach Hause. So, wir sind back at home. Wird ja auch Zeit. Und wir haben unsere Silicon Brass. So, ich schaffe mein Bett erstmal nochmal hoch. So. Wo ist mein Questbuch? Und wir geben es ab und bekommen das. Wie, das war's.
Okay, den Bilder wollten wir noch machen. Dann machen wir den schnell noch. Den Bilder, da braucht ein bisschen Eisen. Ich hoffe, wir haben wieder ein bisschen Eisen. Der Bilder. Okay, eine Kiste und zwei Lever. Achso, warte mal. Für die Lever brauche ich, glaube ich, normalen Kapustan. So, die rein. Denn die Kisten hin? Hallo? Ach. Die hat es aus Versehen zu kleinen Kisten gecraftet. Okay, danach rein. Und wir haben einen Bilder. Was auch immer wir hier machen können. Baumwollsamen. So, eine. Wie heißt das Ding? Goldener Beutel. Den machen wir auch noch. Beutel. Beutel. Da. Okay, da brauchen wir dann die Wolle oder was ist das? Magisches Holz. Okay, nee. Den machen wir dann in der nächsten Folge, weil das hat jetzt doch schon ziemliche Überlänge. Ja. Ich tue die Pressen jetzt mal hier reinlegen. Und ja, Applied Energistic gibt es wo jetzt da hier im Questbuch keine Anleitung oder es ist noch vorgesehen gewesen. Ja. Hier ist noch einiges so am Laufen. Tesh Power haben wir noch. Da können wir uns nachher nochmal reindenken. Also in die nächsten Folgen. Und wir haben hier natürlich noch einige Quests, die wir auch machen können. Das alles und noch mehr in der nächsten Folge. Danke dir fürs Zuschauen. Und wenn es dir gefallen hat, natürlich gern ein Däumchen nach oben. Ansonsten bis dahin. Ciao, ciao, dein Blacksat. Tschüss.